Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, Rolle Mingmanns und Scheiß Schaut alle wieder. Herzlich willkommen zu Schatten des Krieges. Ich weiß, manche mögen es nicht, wenn ich das mache, aber bei diesem Olog wollte ich es einmal mal zeigen hier, was tatsächlich bei den Untoten möglich ist. Ne? Warum es auch immer ganz cool ist, wenn man Untote hat, weil nämlich Untote, hier ist das beste Beispiel, Abarok der Leibeigene. Erstmal an sich ist ja Abarok der Leibeigene schon ein cooler Olog mit seiner. Mit seiner riesigen Spinne, die der auf dem Kopf trägt und generell dem die ganzen Fühler da aus dem Arm wachsen und so. Und auch natürlich seiner Fähigkeit Spinnenrufer. Das macht ihn schon zu einem ganz geilen Uruk. Was aber ich persönlich jetzt mal an dem zeigen wollte, ist, manchen fällt es auf. Es geht nur um seinen Schädel darum. Und es ist euch sicher aufgefallen, erstens mal, er hat den Maulkorb. Ich finde, das sieht richtig geil aus an ihm. Die andere Sache, was ich noch genial an ihm finde, ist, er ist dann irgendwann sein nochmal gestorben, ja, und hat dann diesen einbalsamierten Sack dabei, ja. Es geht hier bei mir nicht um die ganzen hier. Ich glaube, jeder kennt bis zum Erbrechen eigentlich die ganzen Klasseneigenschaften von Abarok, dem Leibeigenen, auch von der untoten Version. Das juckt nicht unbedingt, ja. Was ich halt hierbei zeigen wollte, deshalb dieses kurze Video, dass es tatsächlich möglich ist bei, wenn ihr beispielsweise jetzt mal sagt, okay, ich mache jetzt mal wieder eine Untotenfestung, ja. Ich würde mich beispielsweise freuen, wenn ich sowas sehe, wo dann auch tatsächlich verschiedene Narben zusammenkommen, weil das Gebiss, ja, dieser Maulkorb, der zählt auch dazu. Den können auch manche Uruks bekommen. Und dann gleichzeitig so noch den Sack. Wie das tatsächlich passiert ist, der ist häufig gestorben. Ich mache immer ganz gerne diese Offline-Eroberungen in letzter Zeit. Ganz einfach, weil ich mit dem Spawnen tatsächlich sehr unzufrieden bin. Also, ja gut, was heißt unzufrieden? Ich brauche halt den Platz für meine, ja, für meine Champions of Mordor, um dann tatsächlich dann auch immer diese Stammeskämpfe zu vollführen. Dann bin ich auch dabei, jetzt in letzter Zeit Festungen zu machen und mir auch Überlegungen anzustellen, was für Festungen ich mache. Und daher nutze ich gerne die Offline-Eroberung, weil da ein großes Spektrum an Uruks kommt. Das sind, boah, wie viel sind das? Das sind, glaube ich, auch 21 Uruks, die da auf, die sind, das sind mindestens 21 Uruks, die auf euch dazu rennen. Und ihr habt da mehr oder weniger freie Auswahl. Ja? Und da setze ich immer meine Untoten ein, ganz einfach, weil, ja, auf die kann ich auch mal gediegen scheißen. Und dann kommt es zu solchen Sachen. Und das finde ich ganz cool. Vor allen Dingen bei Abarok, dem Leibeigenen, weil dann halt dadurch ist auch, weil die halt, die sterben häufig und dadurch überlappen sich dann teilweise die Narben. Finde ich ganz cool bei ihm, weil es halt einfach, es sieht schon fast gewollt aus, finde ich teilweise. Der Maulkorb mit der Spinne, ja, und dann noch dieser Sack dazu. Das sieht halt schon, finde ich persönlich, es macht schon ein bisschen was her. Es sieht auch ganz gut aus. Das tatsächlich, dass es da so ein bisschen durchglitscht alles, finde ich, tatsächlich geht der eigentliche Helm von Abarok geht eigentlich super in den Maulkorb über. Vor allen Dingen auch, weil diese Spinnengreifer da, die gehen tatsächlich fast perfekt, eigentlich schon perfekt in den Maulkorb über. Darum kick's mir heute einfach mal, das zu zeigen. Ja. Ich sag's mal so, es kommt mal immer mal so zwischendurch, mache ich das mal, wenn ich mal irgendwas sehe, was ich so, boah, geil, ey, Alter, das muss ich mal zeigen und ja, das war's. Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns auf dem Spannungs. Bis dann, haut rein, bleibt rein. Macht's gut.